Ich denke, ich fange mal einfach an. Schönen guten Abend. Danke fürs Kommen. Was? Ja, genau. Sie Rekursion, ja. Genau. Also, guten Abend, das bin ich. Das ist ein goldenes Klo. Und ja, also ich verdiene meine Brötchen mit Software, ganz konkret mit freier Software, Open Source. Das brauche ich hier nicht zu erklären, was das ist. Ich bin Mitglied im FFII und habe auch gute Kontakte zur Patentfrei-Initiative, zum Hannes. Und jetzt ist noch ein weiterer interessanter Verband aufgetaucht, der BIGT e.V., ein seriöser Zusammenschluss seriöser Unternehmen, also ideale Plattform, um gegenüber Politikern aufzutreten. Da bin ich noch nicht Mitglied, aber hauptsächlich deswegen, weil ich noch keine Zeit hatte beizutreten, weil ich diesen Vortrag vorbereitet habe. In letzter Minute buchstäblich, also es haben sich in den letzten Wochen doch einige Ereignisse überschlagen an der Softwarepatentfront, wobei wir ja alle gehofft hatten, dass seit 2005 denn Ruhe sei. Aber natürlich ist keine Ruhe, es geht richtig nochmal los. Ja, deswegen herzlichen Dank, dass ich hier überhaupt sprechen darf, obwohl ich also wirklich ein ganz klein bisschen über die über Abgabeschluss hinaus war mit meinem Vortrag. So, ich habe schon mal vom CCC gesprochen, das war 2002 auf dem Chaos Communication Congress mit einer Patentparty, wie wir es damals genannt haben. Es ging darum, also unter anderem ging es darum, Patente zu finden, die wir als besonders schädlich betrachten. Ich selbst hatte die Spielregeln aufgestellt. Für jeden verletzten Anspruch bekommt man einen Punkt. Für jede Patentverletzung, die man der Bundesregierung nachweisen kann, gibt es 10 Zusatzpunkte. Und ich habe dann, um die Spielregel zu schreiben, einfach mal wirklich zufällig, also mit Zeugen zufällig, mit geschlossenen Augen auf dem Bildschirm getippt, so das Patent beschreibe ich jetzt mal als Spielregel. Und es war ein Patent auf Grafik bearbeiten und diese Bearbeitung erkennen. Punkt. Also nicht irgendwie geheimnisvolle Algorithmen, sondern es ging darum, wir bauen irgendeine Information in eine Grafik ein und erkennen anschließend, dass diese Information eingebaut wurde. Soll ein Wasserzeichen sein, aber na gut. Also dieses Programm hier verletzt das Patent und das ist bis heute gültig. Wir haben aber noch mehr interessante Sachen entdeckt, nämlich hier Überwachung von Computern übers Netz. Man guckt, ob der Computer noch da ist. Wenn er nicht mehr pinkt, ist er wohl weg. Dann müssen wir Alarm geben, denn er wurde möglicherweise geklaut. Auch das ist patentiert. Das gilt noch. Ja, was hatten wir denn noch damals? Schwellwerte für Graustufenbilder. Ich wähle einfach einen Schwellwert. Alles, was drunter liegt, wird schwarz. Alles, was drüber liegt, wird weiß. Auch patentiert bzw. war patentiert. Und hier geht es jetzt schon los. Wir müssen uns überlegen, welche Beispiele sind in der Diskussion überhaupt noch sinnvoll zu bringen. Denn einige Patente sind ausgelaufen und ein Patent, das nie erteilt, sondern nur beantragt wurde, kann man natürlich nicht mit argumentieren. So, dieses Patent wurde erteilt. Es wurde dann zwar bereits 1999 in Deutschland nicht weiter verlängert, ist also damals ausgelaufen, aber grundsätzlich wurde ein Patent auf diese auf diesen genialen Algorithmus erteilt und wäre im Prinzip bis heute gültig, wenn es nicht eben der Besitzer des Patents beschlossen hätte, das nicht zu verlängern. Naja, für unsere Argumentation, ob wir Softwarepatente wollen oder nicht, gegenüber dem Patentamt, gegenüber Politikern, ist es wichtig, dass das Patent erteilt wurde. Ob der Besitzer es danach weggeworfen hat, ist sozusagen egal, er hätte es ja behalten können. Ja, ein weiteres sehr schönes Patent, das ich auch jetzt, also es war schwierig, das zu recherchieren hier. Ich habe immer nur meine eigenen Webseiten gefunden oder verweise darauf. Ich habe das hier in unzähligen Signaturen gefunden. Bitte das nicht mehr als Signatur benutzen. Dieses Patent wurde nicht in Europa erteilt. Es wurde genau genommen noch gar nicht erteilt. Die Beantragung war 2002 weltweit. Die Prüfung läuft noch, aber in der EU und in Japan hat der Antragsteller es bereits zurückgezogen. Also das Patent ist für uns zumindest vom Tisch. Das also nicht mehr benutzen. Dasjenige können wir noch benutzen.
das berühmt-berüchtigte Fortschrittsbalkenpatent damals erstmalig der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Da gab es ein richtig großes Medienecho. Das versteht jeder. Der braucht nicht programmieren zu können. Einen Fortschrittsbalken hat jeder schon mal gesehen. Der saust hier so rüber. Deswegen haben wir es uns nicht nehmen lassen, diesen Aufkleber in allen europäischen Sprachen zu bringen. Und naja, durch einen merkwürdigen Zufall ist dieses Patent, nachdem wir diesen Aufkleber rausgebracht hatten und auf der CeBIT 2003 überall verteilt worden, vom Patentinhaber nicht weiter verlängert worden. Nichtsdestoweniger, es wurde erteilt und wäre im Prinzip bis nächstes Jahr noch gültig gewesen, wenn eben nicht der Inhaber beschlossen hätte, es fallen zu lassen. Also damit kann man noch argumentieren. Auch ein sehr schönes Beispiel. Wir erkennen irgendwelche Strukturen in einer Grafik und speichern sie als XML-Datei. Ja. Ein Fenster nicht zweimal öffnen, auch sehr schön. Also zum Beispiel Optionenfenster kann man ja üblicherweise nur einmal öffnen. Wenn es schon auf dem Bildschirm ist, dann öffnet es sich nicht noch ein zweites Mal. Ist auch nicht verlängert worden, aber auch das ist ein sehr schönes Patent. Hier haben wir also noch mehr. Hier haben wir uns leider einmal vertan. Das war der erste Preis für den Patentverletzungsprogrammierwettbewerb 2003. Da hat einer, der nicht genannt werden will, dieses Patent entdeckt, Tabellen spaltenweise bearbeiten und hat es geschafft, mit mit 26 nicht leeren Zeilen dieses selbe Patent, naja, alle 62 der 67 Ansprüche zu verletzen. Das sind 2,38 Verletzungen desselben Patents pro Zeile. Das muss man erstmal schaffen. Leider ist das Patent, oder zum Glück, je nachdem, was man vorhat, nicht in den USA erteilt, nur in den USA erteilt worden. In der EU wurde es zwar angemeldet, aber 2006 zurückgezogen. Davor haben wir also Ruhe. Und auch dieses Patent können wir leider nicht für Argumentationen benutzen. Das ist nämlich auch nur in den USA erteilt worden. Ich habe extra mal hier den Anspruch 1 hingeschrieben. Es ist ein Patent auf die IF-Anweisung. Nicht mal Hello World geht ohne IF-Anweisung. Ja, ich habe ihn also bestimmt 100 Mal gelesen, diesen Anspruch, aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, es ist wirklich die IF-Anweisung. Es geht darum, Manipulation von einer Speicheranordnung, von abgelegten Daten zu überprüfen. Also man hat eine Variable und guckt, ob die immer noch den Wert hat, den sie vorher mal hatte. Wenn nicht, wird ein bestimmter Teil des Programms nicht ausgeführt. If. Gut, in USA patentiert. In der EU läuft die Prüfung noch. Also es wurde im Januar 2003 angemeldet zum Patent. Und das Patentamt hat immerhin bis jetzt 6 Jahre lang geprüft, ob das wirklich patentwürdig ist in der EU. Man wird sehen, was bei rauskommt. So, ich mache erstmal weiter mit Beispielen. Aber zwischendurch wollte ich immer schon wieder mal so kleine Hinweise geben, was man im Gespräch mit Politikern und so weiter anbringen kann. Hier sieht man es nämlich. 6 Jahre wird hier ein Patent geprüft. Ich habe eine Software, ich will damit Geld verdienen. Jetzt warte ich 6 Jahre, bis das Patent durch ist oder noch länger. Und dann fange ich an, damit Geld zu verdienen. Ich glaube, das vergessen wir mal besser. In der Zeit hat unsere Software mehrere Generationen hinter sich. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Argument, warum Patente für Software ein denkbar ungeeigneter Schutzmechanismus sind. So, gucken wir aber erstmal weiter, was gibt es denn hier noch an Patenten? Der FFII-Webshop, der ist auch sehr schön medienwirksam, der wurde überarbeitet 2008. Also das, was da jetzt an Patenten drin ist, das ist sozusagen neu, zweite Generation. Ja, also wer es wagt, eine Webseite zu betreiben, sollte schon mal seine Rechtsabteilung verständigen, dass demnächst diverse Abmahnungen kommen könnten. So, 2006 hatten wir den No Software Patents Award. Vielleicht sitzen ja welche, die da damals mit abgestimmt haben, hier im Publikum. Es wurde das Patent des Jahres 2006 gewählt und gewonnen hat Internet per Mobiltelefon.